zum Telefon. Und damit möchte ich die Wirkungsweisen von IKT erklären, also von Informations- und Kommunikationstechnologien erklären, wie aus unserer Sicht die am bedeutsamsten sind, nämlich als Förderer von Aktionen, von Tagesplänen. Also die Frage ist hier, wirkt es induzierend oder substituierend? Also ist die Frage, sind wir im virtuellen Raum weniger, sind wir durch den virtuellen Raum mehr virtuell unterwegs oder erzeugen die Informationen, die über den virtuellen Raum kommuniziert werden, mehr Wege? Und wenn man sich hier diese Handskizze anschaut, und ich weiß nicht, ob ihr noch überhaupt noch Handgeschriebenes lesen könnt, aber vor allem diese Schrift, dann sieht man die ersten Wörter, die über das Telefon kommuniziert worden sind. Und das waren die Worte: Mr. Watson, come here, I want to see you. Also Herr Assistent, kommen Sie mal rüber, ich möchte Sie sehen. Also Sie sehen gleich, das ist eigentlich ein Telefonat, ein induzierter Weg. Das ist halt aus meiner Sicht die stärkste Wirkungsweise. Ich werde aber auf diese Wirkungsweise nicht mehr eingehen heute. Nur, dass man das im Hinterkopf hat. IKT betrifft uns in allen Lebensbereichen und nicht nur bei der Auswahl von der Route von A nach B. Das ist sicherlich die Wirkungsweise, mit der wir uns am ehesten beschäftigen können. Und hier ein zeitlicher Sprung ins Jahr 2002. Sieht zwar immer noch aus wie die Steinzeit aus heutiger Sicht, aber dieser Knochen da auf der linken Seite. Das erste Informationssystem der Bahn, was aufs mobile Internet, damals das WAP, zurückgreift. Sie sehen, dass einfach alle Elemente, die wir heute auch eigentlich im Kern haben, drinstecken. Ich habe einen Ort, ich suche ein Ziel, ich wähle einen Zeitpunkt fest und schon kommt die Verbindung und ich kann mir eine Verbindung auswählen. Was das aber eigentlich gemacht hat, das muss man sich am besten erklären, wenn man sich diese Technologie wegdenkt und vorstellt, dass man am Bahnhof mit einem Fahrtenbuch steht und sich dort eine Route raussucht. Ja, also ich meine, ich kann nur von mich sprechen, ich habe Verkehrsplanung studiert an der TU Berlin, aber ich kann kein Fahrtenbuch lesen. Also das spricht dafür, dass wie die Zeiten sich gewandelt haben. Diese Medien, die vermitteln einfach Autonomie und Souveränität bei dem öffentlichen Verkehr. Und deshalb sind diese Medien einfach viel wichtiger für den ÖV als für den MIV, also fürs Auto oder fürs Fahrrad. Durch diese Autonomie bekommt das öffentliche Verkehrsmittel Eigenschaften, die vor dem Auto zugeschrieben worden sind. Also sowas wie Flexibilität, Privatheit oder auch Individualität. Und das ist doch ein Quantensprung in der Qualität vom öffentlichen Verkehr. Wenn Sie denken, wie Sie Ihr Umfeld, ein fremdes Umfeld im öffentlichen Raum beherrschen durch das die Informationen im Smartphone, so ungefähr ist auch die Möglichkeit, das vorher vielleicht fremde Produkt ÖV mittels Smartphone zu beherrschen. Das zweite, die dritte Wirkungsweise, die ich vorstellen möchte, ist, dass überhaupt durch IKT neue Produkte möglich werden. Und wir haben vorhin die ganzen intermodalen Produkte gesehen auf den Fotos, die es in Berlin gibt. Das Call-A-Buy kommt ja eigentlich aus München und hier aus dem Jahr 2002 die AGBs. Damals hieß es noch, das Fahrrad kann nur im sichtbaren Umkreis einer Telefonzelle abgegeben werden und die Rückgabe soll über die Telefonzelle erfolgen, ansonsten drohen Mehrkosten. Die Zeiten waren dann natürlich ein oder zwei Jahre später auch vorbei und es war einfach gängige Praxis, dass man die Fahrräder mit dem Telefon öffnet und wieder abgibt. Nicht nur dieses Fahrrad war so ein Produkt, auch das flexible Carsharing, wie wir es gesehen haben, oder auch die Mitfahrzentralen, wie wir sie heute kennen, oder das P2P-Carsharing, also das private Vermieten vom eigenen Auto. Das sind alles Mobilitätsprodukte, Mobilitätsformen, die ohne IKT nicht denkbar wären.
Und was diese Wirkung oder diese Trends, wohin die geführt haben, möchte ich mal an zwei Beispielen zeigen, die wir in unserer nutzerzentrierten Begleitforschung sich aufgetan haben. Hier hatten wir einen Mann, einen Herrn mit einer Gruppe Personen, der einfach ein Auto schnell mieten wollte, um irgendwo hinzugehen. Er hat in seinem Telefon geschaut, wo ist denn das nächste Carsharing-Auto, sieht, es ist nur ein Smart, nur zwei Sitze, geht da aber trotzdem hin, um mit diesem Smart zum Mini von DriveNow zu fahren, das aufzuschließen, um dann seine Freunde abzuholen. Also fährt mit dem Carsharing-Auto zu anderem Carsharing-Auto, nur damit er einen Fünfsitzer hat. Ja, das andere Beispiel ist ein Beispiel, was uns viel mehr gefällt und wo wir eigentlich auch hinwollen. Nämlich, da war eine Frau in der S-Bahn und hört, dass ihr Freund erkrankt ist, hat in die App geschaut, wo denn an den nächsten S-Bahnhöfen ein Multicity-Auto steht, ein Carsharing-Auto, der dritte Anbieter in Berlin, um dann einkaufen zu gehen, weil der Freund ja erkrankt ist. Dann hat sie halt gesehen, Tempelhof ist eins, ist dann ausgestiegen, hat sich den genommen, ist zum Einkaufen gefahren und hat gleich die Wocheneinkäufe gemacht. Also was da an Spontanität drinsteckt und an Flexibilität drinsteckt, das kann doch vielleicht sogar die Flexibilität vom privaten Auto übersteigen. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall die Formen, die sich durch diese Entwicklungen erst überhaupt möglich gemacht worden sind. Und die wir weiter fördern wollen. Es sind Formen, wo die Person zweckgebunden das bestmöglichste Verkehrsmittel aussucht. Also für den Einkauf des Auto, vielleicht für die längere Fahrt die Fernbahn oder wenn sie zur Arbeit pendelt, die S-Bahn, bei schönem Wetter das Fahrrad. Je nach Situation wird das beste Verkehrsmittel ausgesucht und das ist auch gesellschaftlich sinnvoll, denn je mehr man auf Alternativen umsteigt, desto geringer werden die gesellschaftlichen Schäden durch das Privatauto, die ja eingangs auch schon erwähnt worden sind. Und dieses Verhalten stellt uns vor neuen Herausforderungen in der IKT-Entwicklung. Also was hier gefordert ist, ist die Integration vieler Anbieter, sei es aus dem Carsharing, aber natürlich auch aus dem Fernverkehr, aus dem ÖV-Nahverkehr, Fluggesellschaften, private Carsharing-Anbieter, Bikesharing. Da gibt es eine lange Liste Anbieter, die in diesen Applikationen integriert werden wollen, aber dabei nicht das Gesicht verlieren wollen. Also die wollen natürlich immer noch ihre Marke zum Kunden gezeigt bekommen. Andererseits müssen auch viel mehr Dienste wie früher integriert werden. Neben den Infos, Umkreissuche oder generell über das Produkt, vom Routing bis zum Zugang. Also wie komme ich in das Produkt, Verkehrsprodukt rein, sei es eine ÖV-Karte oder das Öffnen des Carsharing-Fahrzeugs, die Buchung von Fahrzeugen oder Rädern und dann natürlich eine gemeinsame Abrechnung zum Schluss. Und das soll alles passieren, ohne dass der Nutzer zu viele Fragezeichen hat. Also bei einer nahtloser und intuitiver Bedienung im Prinzip. Und das sagen auch die Leute in den Befragungen, sie wollen die eierlegende Wollmilch-App. Also alles in einem, ohne dass es zu kompliziert wird. Und für diese Herausforderung gibt es natürlich im Moment gewisse Ansätze. Ganz klar, die klassische Variante, meistens auch über einen Browser abgerufen, ein A nach B-Routing hier von der Bahn, wo man ganz unten links versteckt sieht, dass es auch multimodal ist. Mit dem Mobile Check kann man da den Auto vergleichen. Google kennt man da schon eher, das war dann als Routensuchdienst. Damals fing das natürlich nur mit dem Fahrzeug an, mit dem privaten Fahrzeug an, wurde dann erweitert um Fußwege, ÖV und Fahrrad und jetzt sehen Sie halt alle vier Reiter, alle vier wichtigen Verkehrsträger nebeneinander. Inzwischen gibt es auch Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen, Waymate aus Berlin, es gibt A2BMe,
von Rome to Rio oder weiß nicht, von Rio to Rome, kann mir die Namen nicht alle merken. Und natürlich White Label Ansätze, also das bekannteste Movil von Daimler, das wollte ich eigentlich hier zeigen, aber als ich die Screenshots für die Präsentation gemacht habe, war die Seite nicht zugreifbar. Also begnüge ich mich mit hier von Nokia, auch ein White Label Ansatz. Und diese White Label Ansätze sind natürlich dazu da, um Konkurrenzanbieter auch in die eigenen Informationsdienste zu integrieren. Die Deutsche Bahn arbeitet gerade an etwas, was ähnlich aufgebaut ist, das heißt Quixit. Und da sind dann auch, so wie bei Movil, alle Anbieter mit drin. Eins haben diese Angebote gemeinsam, sie haben eigentlich immer mehr als ein Verkehrsmittel zur Auswahl und stellen dem Nutzer nicht die Entscheidung, wie sie die Verkehrsmittel kombinieren, aber geben genügend Informationen, um eine Auswahl zu erleichtern. Bei den flexiblen Angeboten, bei den flexiblen Carsharing und bei dem Bikesharing gibt es ein anderes Wiedererkennungsmerkmal, das ist die Umfeldsuche. Wo finde ich das nächste Fahrrad in meinem Umkreis? Und das haben wir mit der Call-a-Bike damals initiiert. Das InnoZ hat da an der Konzeption mitgewirkt, wo dann einfach im Umfeld das nächste Fahrrad gesucht wird und angezeigt wird, was die Nutzung ja einfach zum ganz neuen Erlebnis macht. Dann kamen die Carsharing, die flexiblen Carsharing-Anbieter und dann kam Mobility Map, das einfach alles genommen hat und in eine Karte geschmissen hat. Alle Anbieter sind drin und inzwischen hat Mobility Map auch Konkurrenz bekommen. CarJump und Mi Mobility sind ähnliche Applikationen, die versuchen, alle Anbieter in eine Kiste zu stecken. Die Bahn hat für München ein Live-Map, wo die Positionen der Fahrzeuge in ähnlicher Form dargestellt werden. Und der Systementwickler der Bahn, Hakon, arbeitet auch daran, auch die Carsharing-Angebote in so eine Karte reinzubekommen. Ganz spannend, was Mi Mobility macht, da kann man dann auf die ein Fahrrad, in diesem Fall die Fahrzeuge, klicken und daraus leiten sich dann weitere Funktionen ab. Also Sie können das Fahrzeug buchen oder Sie können ein A nach B Routing auswählen und das alles aus dieser Umfeldsuche. Jetzt möchte ich zum Schluss noch auf ein paar Beispiele aus unserem eigenen Haus zu sprechen kommen. Die Frage ist hier, was passiert denn, wenn der Nutzer selber bestimmt, welche Dienste er denn eigentlich zugreifen möchte und über welche Dienste er Informationen enthält. Und da haben wir mit der Deutschen Bahn an diesem Konzept Log Mobile gearbeitet oder arbeiten wir gerade dran. Da wird vorgesehen, dass der Nutzer einmalig ein Passwort und einen Benutzername eingibt und dann sukzessive Dienste freischalten kann, ohne erneut persönliche Angaben einzugeben. Und Sie sehen ganz links das Feld, wo Sie die verschiedenen Dienste freischalten können der Bahn. Und in der Mitte sehen Sie dann den Homescreen, wo Sie die typischen Dienste haben, also die Verbindungssuche oder den Standort und Ticketdienste und darunter die zusätzlich freigeschalteten Dienste. Und in diesem Konzept geht es darum, mandantenfähige Registrierungs- und Buchungssystem zu erschaffen. Das heißt, wenn Sie in auf diese Icons klicken, verlassen Sie nicht die App, aber Sie bekommen das Look und Feel von der jeweiligen Applikation und können in die Funktion der jeweiligen Dienste sofort aufrufen. Das Ganze soll natürlich auch noch intermodale Routenvorschläge mitliefern. Bei einem anderen Projekt ist die Frage, geht mehr in die Richtung, was passiert, wenn nicht nur die Informationen standortbezogen sind, sondern auch die Funktion selber, also eine starke Kontextsensitivität vorliegt, in Abhängigkeit von Ort und Zeit. Da haben wir das Forschungsprojekt DIMES, was in seinem Vorgängerprojekt auch schon sowas wie eine Zugerkennung hatte.
Das heißt, die Applikation hat festgestellt, ob in welchem Zug sie sitzen und haben daraufhin Alternativen vorgeschlagen oder sie konnten Notifikationen freischalten, also Weckrufe, wann sie denn aussteigen sollten oder mussten. Und wenn man das weiterspinnt und an Indoor-Navigation denkt oder vielleicht sogar in Zugortung, kann man sich vorstellen, dass man Dienste bekommt, die einem zu seinem reservierten Sitzplatz oder Bekannte, die im Zug sind, hin navigiert. Jetzt fragen Sie sich, was soll das Ganze? Im Prinzip ist die Betonung hier, dass es auf den Kontext reagiert. Das heißt, Sie werden gar nicht so häufig konfrontiert mit Entscheidungen, sondern es soll Sie begleiten, wie ein Begleitassistent, wie ein Butler oder sowas, ja, also weg von der App-Gedanke als Tool, mehr hin zum Assistentensekretär. Dann zum Schluss eine Sache, die eher aus Sicht der Betreiber, aus Sicht des operativen Betriebs ist. Hier werden die Apps genutzt, um die Nachfrage zu erfassen und auch Kurzfristprognosen zur Nachfrage zu machen. Der Anbieter ist ein Limousinenservice Uber aus Nordamerika, der auch inzwischen weltweit ziemlich stark expandiert. Der stellt seine Fahrzeuge so auf, dass die vorausgesagte Nachfrage in den nächsten Minuten am besten, am schnellsten bedient werden kann mit seinen Fahrzeugen. Und diese Informationen gewinnt er der Service über die eigene Applikation. Also hier, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, das bedeutet letztendlich, ich muss nicht mehr auf den Bus warten, sondern vielleicht weiß der Bus ja dann, wo ich stehe. Das kann natürlich durchaus den ÖV grundlegend revolutionieren. Und da lohnt sich auf jeden Fall mein Blick in den Data-Blog von Uber. Hier ein kleines Beispiel von dem Shutdown der letzten Woche, wie in Washington die Nachfrage sich verändert hat. Links sehen Sie die normale Nachfrage mit den Quellen und Zielen und den Aufkommen dazwischen. Und rechts sehen Sie, dass vor allen Dingen im Süden und Südosten die Nachfrage während des Shutdowns deutlich zurückgegangen ist. Diese Infos nimmt der Dienst, um seine Vorhersage zu verbessern und somit die Bedienung seiner Kunden schneller werden zu lassen. Und was passiert, wenn das nicht nur Limousinen-Services machen, sondern vielleicht auch etwas mehr alltäglichere Mobilitätsanbieter? Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Also so viel zu den Beispielen. Kommen wir zum Fazit. Wenn Sie in diesem Bereich entwickeln, haben Sie sich ein schönes Geschäftsfeld oder Tätigkeitsfeld ausgesucht. Man sieht ja, wie viel Potenzial es gibt, wenn man an die letzte Folie denkt, finde ich. Und wie viel es da natürlich noch zu tun gibt. Aktuell wird vor allen Dingen bei der Integration der Dienste und Anbieter gearbeitet und das von allen Players aus der Forschung oder auch von Großkonzernen. Das ist vielleicht nicht so ein Feld, wo man jetzt unbedingt noch reinsteigen möchte, es sei denn, man hat sehr viel Selbstvertrauen. Viel besser oder was es bisher noch nicht gibt aus meiner Sicht, ist ein zufriedenstellendes intermodales Routing, also die Verbindung von Verkehrsmitteln so, dass es einem nicht mehr auffällt, dass es nicht gekünstelt wirkt, sondern eigentlich in den Alltag reinpasst. Und da fängt man aus meiner Sicht am besten einfach mit der Verknüpfung zweier Verkehrsmittel an. Rad und den öffentlichen Verkehr oder Auto und den öffentlichen Verkehr oder Rad und Auto ist mir eigentlich egal. Wenn man diese beiden Verkehrsmittel zusammendenkt, kann man auf jeden Fall tolle Produkte herstellen, da bin ich mir sicher. Also und zu guter Letzt, und da komme ich auch auf die erste Folie wieder, also Mobilität ist ja kein Selbstzweck, es sei denn, man geht spazieren oder fährt Fahrrad, es ist ein abgeleitetes Bedürfnis. Also davor steht immer noch die Entscheidung, was ich mache. Und diese Entscheidungen, die beziehen sich natürlich immer stärker heutzutage aus den Informationssystemen. Dieses Telefonat, was ich vorhin dargestellt habe, ist das erste Beispiel davon. Das ist, heute spielt das in viel größeren Dimensionen statt. Wenn man sich das überlegt und daraus gehend Use Cases für Mobilitätsprodukte, also kombinierte Info-Mobilitätsprodukte
für Smartphones denkt. Dann kann man sich, glaube ich, ganz neue, tolle Use Cases vorstellen. Und damit möchte ich auch an den nächsten Referenten übergeben. Also viel Spaß beim Entwickeln. Jo. Vielen Dank.